Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kurier Sport Talks mit unserem heutigen Gast, dem Olympia-Bronzemedaillengewinner Lorenz Koller. Hi. Hallo. Wir sind heute da am Talk des Sports. Hast du dir schon ein bisschen was anschauen können? Ja, wir sind einmal eine Runde schon gegangen. Es gibt sogar Poster von mir. Also es hat mich schon gefreut. Wenn man reingeht, sieht man sich gleich selber groß. Hast du ein Foto gemacht von dir? Ja, auf alle Fälle. Das ist cool. Ja, und auch auf dem Rodelstand waren wir schon. Und sonst halt auch die ganzen Sachen. Also es ist wirklich toll organisiert. Es sind, glaube ich, alle Verbände da, oder viele Vereine und stellen die Sportarten vor. Ich glaube 122 Sportverbände. Ja. Also man sieht echt viel und man kann fast alles ausprobieren. Also es wird echt sehr gut präsentiert. Genau. Und für normal wärst du da mit deinem Kollegen, den Thomas Steu, weil er ist jetzt im Doppelsitzer. Genau, ja. Und was ich jetzt gehört habe, der Thomas, habe ich gehört, der spielt nebenbei Tennis in der Freizeit und du hast Rodel bauen. Genau, ja. Also ich bin eher der Tüftler, der was dann neben dem Training dann noch in der Werkstatt steht und ein bisschen bastelt. Und ja, grundsätzlich ging man schon vom Material her von Firmen was geliefert und dann der letzte Feinschliff und die ganzen Anpasssachen, die machen wir dann selber. Und das ist dann so mein Sommerbereich, was ich da mache. Das heißt, du baust deine eigene Rodel? Genau, ja, für Thomas und für mich. Habt ihr mit der dann die Bronzemedaille gewonnen? Ja. Also letztes Jahr haben wir ganz neu gebaut, vor zwei Jahren mein Gesamtwerk gewonnen. Und wir sind dann aber letztes Jahr die neue gefahren und das hat anscheinend auch gut funktioniert. Der Thomas Steu ist, wie sein Name schon sagt, der Steuermann. Genau. Yes. Und du bist der, sagt man, der Untermann, oder? Es gibt also Steuermann, gibt es bei uns eigentlich nicht. Es gibt den Ober- und Untermann. Okay. Wir steuern beide. Ja. Grundsätzlich hat der Thomas schon das bessere Sichtverhältnis, weil er einfach umliegt und mehr sieht. Ich fahre eher mehr nach Gefühl. Und da kommt man dann über die Jahre, deswegen dauert es im Doppelsitz relativ lang, bis man gut wird, weil man muss sich dann einspielen aufeinander und dann zurechtfinden. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass der Thomas so 10 Kilo mehr hat als du. Wieso bist du dann unten und nicht oben? Ich denke mir immer, ist das nicht gescheiter, wenn der leichtere oben ist? Also grundsätzlich hat es einmal einen aerodynamischen Vorteil, wenn der obere oben liegt, weil er verdeckt den unteren. Und auch der Thomas hat den Schlitten in der Hand. Und da ist es besser, wenn der Schwerere den Schlitten in der Hand hat, damit das Ganze wendiger wird. Okay. Wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Ich glaube, es war schon sehr früh, gell? Mit 8 Jahren, ja, 2002. Und ich bin nicht weit von der Bahn in Igels aufgewachsen und da hat die Volksschule eine Nachwuchsveranstaltung gemacht und das hat mich dann interessiert und dann bin ich dabei geblieben. Und wieso eigentlich immer Doppelsitzer und nie so Einzelsitzer? Der Thomas und ich, wir sind lang beides, also davor Einsitzer gefahren. Man lernt auf dem Einsitzerschlitten zu rodeln. Und wir haben dann 2011 das erste Mal sind wir Doppelsitzer gefahren und dann glaube ich sogar 4 Jahre beides. Und irgendwann muss man dann sagen, okay, jetzt fährt man entweder Einzel- oder Doppelsitzer, weil einfach der Sport schon auch ein bisschen anders ist. Und man muss sich dann irgendwann nochmal spezialisieren. Damit man genug Zeit investiert, um wirklich hoch aufzukommen. Genau. Ja. Ihr habt wahrscheinlich auch sehr viel Freizeit, nehme ich mal an, neben dem Sport. Ist es das dann so, dass ihr gemeinsam etwas unternehmt in der Freizeit? Oder sagt ihr, wir picken eh schon so während dem Training die ganze Zeit aufeinander, ich bin froh, wenn ich mal eine Woche nicht ziehe? Also wenn der Thomas in Innsbruck ist, dann verbringen wir viel Zeit miteinander. Wir haben auch 3 Jahre zusammen gewohnt, also wir haben wirklich ein gutes Verhältnis und auch in Innsbruck den gleichen Freundeskreis. Der Thomas schaut aber trotzdem, dass er wegen der Freundin und so viel Zeit in Vorarlberg und die Sachen, was er alleine trainieren kann, trainiert er dann in Vorarlberg. Okay. Was kriegt man als Untermann eigentlich während einer Rodelfahrt so alles mit? Wenn du sagst, okay, der obere überdeckt dich ja so gut wie. Also man kann wirklich mit dem Gefühl, man lernt es über die Jahre und man hat die räumliche Wahrnehmung seitlich. Und da kriegt man eigentlich alles mit. Also man weiß auch, was für einen Fehler man gemacht hat. Und man muss auch reagieren. Also es muss immer der Obermann und der Untermann gleichzeitig reagieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass der Untermann genau Bescheid weiß, wo man wann in der Kurve reinfährt. Spürst du das dann, wenn du merkst, dass er sich bewegt? Ja, ich spüre seine Bewegung und ich spüre auch, wie man in die Kurve reinfährt, allein vom Druck und von den Zeitabläufen. Und wahrscheinlich kennst du die ganzen Rodelbahnen in- und auswendig. Genau, ja. Ist es eigentlich sehr bequem oder eher super unbequem, wenn man ganz drunter liegt? Ich merke den Thomas eigentlich nicht wirklich. Also es ist eigentlich angenehm, muss ich sagen. Ja. Okay, aber es war cool, dass ihr beide lenken könnt. Das heißt, ihr müsst einfach gut aufeinander abgestimmt sein. Genau, ja. Welche Aufgabe hast du dann genau? Also du schaust, wie er sich bewegt, was jetzt kommt und dann lenkst du einfach immer ein bisschen mit. In etwa, ja. Es gibt sicherlich Kurven, wo dann nur der Thomas lenkt oder Kurven, wo nur die Einfahrten ich mache. Und das spricht man sich einfach ab.
Und man wird nie in der Kurve gleich reinfahren und dann muss man halt wissen, wie viel macht der Thomas und wie viel ich. Das ist wirklich eine totale Vertrauenssache. Und wenn das dann nicht gepasst hat, dann spricht man sich danach ab und ändert es das nächste Mal. So krass, ja. Du, ihr seid Weltmeister, ihr seid Weltcup-Sieger, ihr habt, ich glaube, 9 Medaillen bei Großereignissen gewonnen. Als Skifahrer werdet ihr wahrscheinlich nicht nur hierzulande Superstars. Wie ist es jetzt im Doppelsitzer-Rodler? Ja, im Doppelsitzer sind wir leider schon noch ein Randsportart, wobei ich muss sagen, es geht uns recht gut, also die Medien machen es sehr gut und ja, sicherlich wäre man als Skifahrer wahrscheinlich dann weiter um, könnte man sich da wahrscheinlich nicht mehr so frei bewegen. Ja. Beim Tag des Sports. So gesehen auch ein Vorteil. Genau, auf alle Fälle. Ihr habt 5 von euren, ich glaube 10 Weltcup-Siege in Eagles gewonnen. Jetzt die Weltcup-Saison beginnt wieder in Eagles. Wenn man also eins und eins zusammenzählt, dann. Ja, wir geben natürlich unser Bestes, damit wir da gewinnen. Also es ist immer toll auf der Heimbahn, es kommen sehr viele zuschauen, es ist immer eine mega Stimmung und deswegen ist es einfach umso schöner. Auch unser erster Weltcup-Sieg war auch auf der Heimbahn in Eagles. Wir haben sie früher überhaupt nicht mögen, die Bahn, und dann war unser erster Sieg in Eagles und seitdem, glaube ich, haben wir einfach mit der Bahn Liebe gefunden. Wieso habt ihr die Bahn am Anfang nicht mögen? Ja, der Thomas und ich waren früher immer eher die Techniker und Eagles ist jetzt technisch nicht ganz so schwierig. Ist eher eine Gleiterbahn und ja, dann irgendwann ist der Schalter dann hat der Schalter umgelegt, glaube ich, und dann haben wir mit Eagles einfach dann Frieden gefunden. Ja, und jetzt läuft's. Auf alle Fälle, ja. 2026 könnt ihr in Eagles auch die olympischen Rodel-Olympia-Bewerbe ausgetragen werden. Was würde das denn für euch bedeuten? Heimspiele. Ja. Heimspiele auf alle Fälle. Man darf dann nicht auf die Distanz gehen, die wir jetzt rodeln, weil die Bahn wird dann, wenn die Spiele kommen, sicherlich umgebaut. Also die Bahn wird dann verändert. Also dann hat man wahrscheinlich nicht mehr den großen Heimvorteil. Aber es ist sicher toll, wenn man zu Hause einmal Olympische Spiele miterlebt. Das wäre schön. Ja, auf alle Fälle. Die Bob- und die Rodelbahn in China, die hat ja jetzt, ich glaube, 2,5 Milliarden Dollar gekostet. Im aktuellen Weltcup-Kalender, da findet man die Bahn aber irgendwie gar nicht. Also da wird nicht gefahren drauf. Auf der Olympiabahn in Korea von 2018 wird auch nicht mehr gefahren. Die war auch sündhaft teuer. Wie geht's dir da persönlich, wenn du jetzt weißt, okay, das sind so viele gute, teure, schöne Rodelbahnen und die vegetieren da so ein bisschen dahin? Grundsätzlich ist es extrem schade, weil die Bahnen sind wirklich, die sind einfach voll toll zum Rodeln. Und wenn wir jetzt auch vom Weg her nicht rüberkommen für einen Weltcup, dann hoffe ich wenigstens, dass sie drüben den Nachwuchs fördern, dass die Bahn in Betrieb ist. Und dass einfach ein Nachwuchs kommt und dann vielleicht, wenn dann der asiatische Raum auch besser wird, dass dann auch mehr Weltcups wieder bei ihnen stattfinden. Das hoffe ich natürlich. Und was glaubst du, liegt es, dass man da diese Bahnen nicht mehr verwendet oder liegt es an die Austragungsländer? Es liegt da an die Austragungsländer und es muss sich auch China drum kümmern oder Südkorea, damit sie die Weltcups kriegen. Und wenn da halt dann kein Nachwuchs ist, dann sind die halt auch nicht wirklich dahinter. Ja. Was sind eure Ziele für diese Saison? Ganz sicher in Oberhof die WM. Wir haben in Oberhof schon einmal gewonnen. Das war für mich mitunter einer von den schönsten Siegen, weil noch nie ein österreichisches Doppelsitz in Oberhof gewonnen hat und das war sehr unerwartet für uns. Total eine tolle Bahn, sehr technisch anspruchsvoll. Ja, ich hoffe Oberhof, dass wir dann noch richtig zuschlagen können. Ist das sozusagen eure Lieblingsbahn? Gehört dazu, ja. Es macht auf alle Fälle sehr Spaß und liegt uns sicher. Ja. Was darfst du in der Freizeit noch so machen, neben Rodeln, Bauen? Für mich ist sicher Kunst und Kultur sehr wichtig, also Konzerte und solche Sachen mag ich ganz gern. Habt ihr in Wien so ja eh viel Auswahl? Auf alle Fälle, in Wien schon. In Innsbruck ist es auch gut, aber könnte ein bisschen besser sein. Ist immer, wenn man nach Wien kommt, ist immer ein Highlight. Was wirst du dann noch anschauen gehen? Ich muss leider so schnell wie möglich heim, weil wir fahren bald los und der Schlitten ist noch nicht fertig. Also morgen wieder Werkstatt. Ja, dann möchte ich dich gar nicht länger aufhalten, danke, damit du zu deinen Schlitten kommst. Danke für deine Zeit und wir sehen uns hier bald wieder. Vielen, vielen Dank. Danke. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder beim Kuriersporttag mit dabei.